So Leute, da sind wir wieder. Gesättigt und bereit weiter zu zocken. Und ich muss sagen, das Spiel hat es mir echt angetan. Guckt euch nur diese Grafik an, das ist so geil. Ja, wie gehe ich jetzt hier vor? Also ich könnte ja eigentlich... Mal, hinten sind noch mehr. Ein paar mit einem Headshot ausschalten. Nee, das ist zu riskant. Was geht denn hier? Hier ist eine Treppe. Ich gehe mal nach oben. Oh. Hier liegen ja auch schon ein paar Leichen rum. Die sind aber nicht von mir. Was ist denn hier passiert? Da war ich hier schon? Hier war ich doch, oder? Bin ich jetzt blöd? Hier war ich doch. Oh. Ich bin einfach nur den anderen Weg lang gegangen. Tja. 10 Minuten nicht am PC gewesen und schon verwirrt. Na gut. Gehen wir eben hier runter. Ich glaube, das war knapp gerade. Ah. Halt still. Ja. Perfekt. Liegt ein Teddybär mit Munition. Sollte meinen Sohn oh. Vielleicht mal zu einer mitnehmen. Er benimmt sich in der Schule immer dann nicht. Was ist das? Wenn sie diesen Rotten verschonen, um zu tun. Kann ich hier durch? Ah, schade. Im Leben nicht. Die Schlinge wartet bereits auf ihn. Gucken wir mal, was hier abgeht. Er baumelt und die Pisse läuft ihm an den Beinen runter. Haben wir doch alles für dich. Scheiße. Hey, was ist das? Entschuldigung, mein Freund. Aber du warst zu neugierig. Aber es war arschknapp, würde ich mal sagen. Also diese blaue Lampe an meiner Uhr scheint wirklich zu funktionieren. Wenn die nicht blau ist, dann werde ich auch nicht gesehen. Cool. Sollte auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein in nächster Zeit. Was gibt's denn hier Schönes? Medipacks, brauche ich die überhaupt? Ich habe doch bis jetzt noch überhaupt kein einziges Leben verloren. Ah, hier war ich eben. Das ist jetzt die Frage, ob es hier noch was zu holen gibt. Ich loote ja immer total gerne. Also wenn ich irgendwas finde, was ich mitnehmen kann, dann nehme ich es auch mit. Solange bis es nicht mehr geht. Immer in der Hoffnung, dass ich was verkaufen kann oder so. Man weiß ja nie, ne? Wenn mal schlechte Zeiten kommen. Hä? Oh, scheiße. Jetzt ist die Frage, wo muss ich überhaupt hin? Na. Oh, ich glaube da oben. Beziehungsweise... Was? Ich hoffe, hier läuft gleich keiner lang, sonst gibt es einen dicken Alarm.
Oh, oh. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Aber vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich bis jetzt immer entdeckt worden bin, wenn ich geschlichen bin. Was beim Schleichen ja nicht gerade von Vorteil ist. Wow. Wow, das war arschknapp. Den habe ich mal gar nicht gesehen. Scheiße. Nee, ich glaube, ich lasse dieses Rumgeschleiche hier mal. Auch wenn hier noch was liegen könnte. Das dauert mir auch ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu lange. Ach, Scheißdreck. Okay, also ich bin wieder entdeckt worden. Wie immer. Scheiße. Ach, fickt euch doch alle Male. Ich krieg echt nichts gebacken, wie es aussieht. Scheißdreck. Ach, ficken. Gibt man sich einmal Mühe und es wird überhaupt nichts. Oh. Dumme Idee. Scheiße. Ja, komm, ich habe noch Munition ohne Ende, oder? Dann. Ja, 150 Schuss. Dann fahren wir einfach mal mein Karma. Ich schneide einfach am nächsten Level. Wow, von wo, von wo, von wo? Oh, da stehen sie da gerade. Kuckuck. Na, ah, jetzt sitze ich ja noch in der Falle. Also in real life wäre ich jetzt schon längst tot. Einen? Kannst aber schlecht zählen, mein Freund. Ah, da ist noch einer. Komm, ich will doch nur einen Headshot verpassen. Hä? Ey, ich treffe ihn einfach nicht. Ah, du scheiß Faschist. War's das, ne? Ach, Mann, das ärgert mich jetzt so, dass... Ich war schon da hinten. Einfach noch nicht aufgepasst. Na egal, jetzt kann ich mich auch in Ruhe umgucken. Hier war ich schon. Da war ich ja auch schon. Also viel mehr ist hier auch gar nicht.
Scheiße, ich höre einen laufen, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da oben. Ich glaube, ich habe es ausgestanden. Cool. Ach, muss ich gar nicht hier hin oder was? Wo geht's denn hier weiter? Hier im Aufzug? Das hasse ich ja immer. Ah. Na gut. Okay, ich sollte definitiv besser aufpassen. Ich habe gerade irgendeinen Brandsatz gezündet oder so eine Scheiße. Fuck. Ah, krass. Wie kann ich mir überhaupt Medipacks geben? Optionen. Spieloptionen. Da steht natürlich nichts. Ach, egal. Hä? So kurze Zeit zwischen zwei Speicherpunkten? Kann ich ihn denn? Ah. Ich wollte jetzt gerade auch noch Western machen, das Seil durchschießen. Wäre auf jeden Fall cool gewesen, wenn es funktioniert hätte. Weg von hier! Das wird hier ein zweites Stalingrad. Schon wieder laufe ich weg. Ja, krass. Ich zog Havel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Police heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Hoffe ich auch. Also anscheinend wechseln wir uns jetzt mal ab mit dem Retten. Er rettet mich, ich rette ihn. Und so weiter und so weiter. Wollen wir mal sehen, was jetzt passiert. So macht man das. Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das gelesen? Echt verwirrend. Aber ich habe es geliebt. Ich wollte immer Arthur sein. Du kannst halt Daniel sein, ha? In Ordnung. Unsere Zeit ist knapp. Wir gehen von hier aus zum Theater und dann gehst du zur Polis und ich zurück nach Hause zur Roten Linie, okay? Ja, wenn du das sagst. Mir gefällt nicht, wie sie die Verfolgung aufgegeben und das Tor hinter uns versperrt haben. Kein gutes Zeichen. Scheiße! Worauf schießen wir? Ach, da unten. Fenster! Bitte kommen! André! Mach das Licht in den Tunnels aus. Die sind jetzt totes Fleisch. Verstanden? Oh. Na super. Ja, was jetzt? Das werden wir noch sehen.